Leute, herzlich willkommen zur 11. Folge von Minecraft Varro 4. Hallo Meniel. Hallo. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber dann habe ich einfach schnell Hallo Meniel gesagt. Keine Ahnung warum. So, erzähl mal den Leuten den heutigen Plan. Na, wir gehen erstmal drauf. 3, 2, 1. Okidoki. Ja geil, Digga. Das wird auf jeden Fall... Einer. Oh Gott. Ich meinte dich. Das war der Witz. Du bist ein richtiger Prankster. Ich habe mir kurzzeitig ein bisschen Pipi in den Ohren gehabt. Das hast du doch immer. Pipi in den Ohren. Ich habe tatsächlich ein bisschen Pipi in den Ohren, weil... Warte mal, ich muss jetzt hier mal alles ganz kurz checken. Okay, da ist alles easy going. Wir einen Plan haben. Gut, ich kann mich doch hier vorne gleich längs graben, oder nicht? Ja, du kannst nicht mach. Also. Denn wir wollen jetzt Diamanten sammeln. Gott, was ich hier für ein Crap drin habe. Und dann, ja, in die Hölle, um Level zu farmen. Das und wenn ihr das hier hört, sind wir vielleicht schon wieder aus der Hölle raus. Also ja. Viel Spaß beim Snipen. Oder wir sind tot. Ja, das kann auch sein. Denn dahin zu gehen ist ja halt... Eben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben, war seit Folge 1 nicht mehr so hoch wie heute oder morgen. Das wird krass. Das wird mega sick. Also ich hab Level 30 jetzt im Moment. Oh, nice. Alter, krass. Nun irgendwie ein, zwei vorkommen. Bitte. Oh, ich höre auf jeden Fall ein bisschen Lava hier. Oh ja, ich habe einen Lavasee. Oh, da ist einer. Hey, cool, der gibt mir deine EP, geil. Zack, hab ich's? 30, ja. Nice one. Ich habe hier schon wieder einen kleinen Lavasee gefunden. Ja. Aber bis dato... Ich komme jetzt mit. Noch keine Dias. Ich würde aber gerne noch mal kurz da unten reingucken. Hör mal, so. Ja, guck dich mal, aber guck dich mal so um, nicht dass dich da... Ja, ich bin gerade verwirrt. Wieso bist du denn verwirrt? Boah, ich habe so einen absurden... Wann bin ich mal nicht verwirrt? Ich habe so einen absurden Hunger, das ist echt nicht mehr feierlich. In Minecraft? Nee, leider nicht. Also, dann könnte ich ja einfach irgendwas essen. Ja. So, das, was ich jetzt gleich machen werde, ist zwar extreme Holzverschwendung, aber wir... Oh, ich habe hier einen schönen Weg, noch mal Neues. Der nach oben führt. Ja. Und ich mache mal unser Loch hier zu. Das sah aus wie Dias. Oh, ja, dann mache ich an den Creeper. Nicht mehr. Nice. Oh Gott. Ach, das ist so dumm. Ein Ofen, zack. Okay, das packe ich hier hin. Hier dann kann das jetzt hier brennen. Spinne. Zack. Perfekt. Dann mache ich das hier gleich zu. Boah, dann mache ich das Ganze jetzt hier auf. Mobs? Was treibst du denn da? Nicht. Ja, ich baue jetzt das Bücherregal auf. Achso, du baust hier, okay. Ja. Ich gucke hier weiter verzweifelt nach Diamanten. Aber bis dato kann ich hier nichts... Hast schon drei? ...erfolgreich vermitteln. Ja, ich habe schon drei, klar. Ach, lol. Weil ich bin doch immer so ruhig, wenn ich dir es gefunden habe, ne? Ja, ach, guck mal, da sind ja welche. Ich sag immer, ja, genau. Ja, ach, Menü, übrigens habe ich dir das gefunden. So läuft das bei mir immer. Das kann, vor allen Dingen ist das wieder so ein riesiger Gang hier. So, warte mal, ich mache jetzt einfach mal das... Zu 50% ist die Chance, dass hier drunter Dias sind. Okay, hier ist Gold. Ach, 50%? Ja, 50% haben die Leute gesagt. Ach so. Ach, hier ist auch noch Gold. Das die Lüge. Nein, du hast... Ah, doch, habe ich gut. Was denn? So klug waren wir. Nee, wegen dem Verzauberungstisch. Ich dachte gerade schon, du hättest mir den nicht gegeben. Aber hier ist wieder Redstone. Vielleicht sind da ja Dias drunter. Ja, da drunter sind bestimmt Dias. Ganz sicher? Trust me, I'm an Engineer. Geht das nicht auch so? Warte mal. Ich mach einfach. Oh, da kommt. Oh, ich hasse das. Hier oben ist jetzt gerade so ein freaking Creeper. Ich hab das jetzt echt falsch, aber dann müsste er nur in der Nähe sein, theoretisch. So, mal gucken. Ich bin so ein Trottel. Was ist denn? So ein Prankster. Ich hab die Bücher falsch aufgestellt. Wie doof kann man denn sein? Oh. Ich dachte, ja, weil die dahinter sind. Das ist der Grund. Ich bin so ein Trottel. Aber egal. Ich wundere mich auch darüber, warum wir so viel Holz haben. Das ist nicht normal. Ja, yeah, wir haben halt viel gesehen. Wow! Oh Gott! Boah. Bist du tot? Ja, ich bin tot. Oh Gott, jetzt lass mich in Ruhe. Nein. Alter. Nicht Palette. Das war gerade einfach ein absoluter Schockmoment, denn der hätte mich da volle Kanne in die Lava feuern können. Ja, und dann? Du hast ja genug, also... Ist doch alles easy peasy. Hier sieht's irgendwie ganz komisch aus. Also so leer gefarmt. Yes. Ist da etwa jemand? Willst du uns das damit sagen? Nein, mein Eisenschwert ist gleich kaputt. Geht das? Ich weiß jetzt halt echt nicht, ob es daran lag, aber normalerweise müsste ich da jetzt hier zubauen können und dann geht das trotzdem. Das ist natürlich geil, dass man damit seine Zeit verschwendet. Aber YOLO? Was ist denn los? Ich bin so ein Trottel, Alter. Komm mal bitte her. Ja, ich bin mega weit weg. Ach so, ja. Gut.
Also, dann würde ich sagen, baue ich die linke Reihe nochmal ab. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Zeit in Varo verschwendet mit so einer dummen Scheiße. Und ich habe hier gerade einfach nur... Ich war einfach der letzte Dulli. Ach nein, du bist kein... Das ist passiert halt, man ist nervös. Und dann passieren halt einfach Flüchtigkeitsfehler. Das ist nicht schlimm. Wenn das jetzt... Ich hab dich trotzdem gern. Ja? Oh, ich meine einen, Alter. Oh Gott. Oh Gott, bin ich froh. Ja, von den Bücherregalen reicht es. Okay, also so müsste es doch jetzt gehen, oder nicht? Komm, geht's hier nochmal schön nach unten? Nee, geht's nach oben. Alter, ich glaube, ich bin richtig weit weg von dir, ne? So, wenn es jetzt nicht geht, dann habe ich echt so... Mann, mich nervt das, wir brauchen nur einen freaking Dia. So, und jetzt bitte nicht erschrecken. Schlag 1! Wie viel Pech kann man denn haben? Schlag 1 wird auf mein Ding draufkommen. Soll ich jetzt einfach das... Soll ich? Mit Verbrennung 2? Soll ich das jetzt riskieren? Wie das da... Hä? Wie Schlag 1, hä? Ja, Schlag 1 wird auf meinen Bogen kommen. Ach so. Richtiger Bullshit. Soll ich? Verbrennung 2, ja, nein? Ich bin immer noch dagegen, aber... ja, aber da müsste ich jetzt mein Bogen verzaubern mit Schlag, ist auch Schwachsinn. Oder ein Rüstungsteil ist auch Schwachsinn. So können wir uns immer noch nicht, ich mal jetzt einfach kommen. Was ist drauf? Was ist drauf? Bann 4. Mann, ich hätte... Ach, ja, no, aber ich, kann man... Ich lass das mal hier stehen. Ja, es ist so dumm. Danach kann man immer klug schnacken, aber... Ich werde halt auf Sharpness gehen. Ja, die Alternative wäre jetzt gewesen, dass ich irgendwie Rüstungsteil oder so verzaubere. Aber ob das so sinnvoll gewesen wäre? I don't know. Ja, dann hätte ich mich auch noch nicht wehren können. Mann, ich brauche doch nur ein Dia. Das kann, guck mal, daran scheitert das jetzt, dass wir hier Action-Schmäckchen machen können. Und das kotzt mich richtig an. Ich bin auch auf der perfekten Höhe. Ja, bist du. Ich grab auch mal hier ein bisschen weit. Obwohl, hier hinten haben wir ja eigentlich schon Dias gefunden. Ich lasse das da mal stehen. Ich gucke jetzt hier Gott, teilweise tatsächlich unter den... Okay, unter dem Redstone ist einfach nur Lava. Ja. Ist auch gut. Ich bin ja auch gerade in einem geheimen See unterwegs. Was ist denn da? Warst du da hier oder ist es einfach... Jetzt haben wir nicht, das ist ein Durchgang zu dem Ort, wo wir gerade herkamen. Ich weiß es nicht. Oh, eine Riesenschlucht. Eine Schlucht? Ja. Ich habe hier irgendwie so ein Dingens gefunden, wo sogar Pilze unten sind. Hä? Ja, aber ich bin trotzdem auf 13. Wie viel Gold, lol. Oh, da hinten könnte was sein, aber es ist ein bisschen nervig, hier runter zu gehen. Wir können uns so viele... Oh, shit. Okay, ja, okay. Mann. Ja, bisher läuft es nicht allzu gut. Ja, es ist halt einfach nur, wir bräuchten halt ein bisschen Luck. Ich meine, hier ist so viel, ich bin in einer riesigen Höhle. Auf, ja, okay, jetzt bin ich zwar auf 16 hoch, aber hier unten ist halt... Rein theoretisch auch mega viel. Oh Gott. Kämpf gegen Krepper, Alter. Kämpf du mal gegen Krepper. Ey, ich bin doch immer noch auf 11. Ja, ich bin sogar echt noch auf 11. Diese Schlucht ist auf... Ich hab ja, hier auch eine Schlucht. Wir waren hier. Hier kommen wir auch am ehesten wieder raus. Das ist echt gut. Ich hab auch eine Schlucht. Bist du bei mir in der Nähe? Also ich sehe dich nicht. Okay, dann habe ich hier eine andere Schlucht gefunden. Ja. Nee, ich gehe da jetzt auch raus. Das macht so keinen Sinn. Ach, sind wir verflucht. Ja, und da sind wir. Aber hier könnte ich jetzt vielleicht... ist die... Nee, rein theoretisch ist sie tief genug. So. Ah, aber ich könnte mal eben gucken, was jetzt dabei rauskommen würde. Bei meinem Bogen. Ja, guck mal. Ja, das ist alles zu hoch hier. Hier ist und vor allem, Gold. Ich könnte danach gucken, was bei deinem Schwert rauskommen würde, wenn ich das verzaubere. Das wäre auch noch interessant. Ja. Geht's hier nochmal runter? Geht's runter? Hier ist nochmal Gold. Sammle ich das überhaupt alles noch ein? Ja. Das bedeutet, ja, Gold auf jeden Fall. Gold ist immer Nee. Ich meine in puncto, ob ich nicht schon 64 Gold habe oder so. Ach so. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Mann, ey, eine riesige Schlucht dann nochmal. Vielleicht hätten wir uns einfach... Aber das ist halt doch wesentlich wahrscheinlicher, dass ich hier... Ja. Wenn ich vor allem, ich habe eine Schlucht auf 11 gesehen. Also, dass da dann nichts ist. Ich habe gerade einen richtig krassen MLG-Move gemacht. War richtig sick. Sag mal. Wo zur Hölle bist du? Wo zur Hölle bin ich? Bei mir war ich überall schon. Das sind alles. Das ist doch die Schlucht im Endeffekt, wo ich mit dir schon unterwegs war. Ja, klar. Ich hab mich echt komplett verlaufen. Ich habe keinen Orientierungssinn. Also, ein Powernap vor der Aufnahme war, glaube ich, keine gute Idee. Jetzt bin ich bei 16. Hier geht's nochmal runter. Ja. Komm schon. Hallo, Mr. Baby. Oh, vor allen Dingen, ich habe gleich das größte Problem, was wir haben könnten. Ah, doch, ich habe ein Crafting Table. Ach so. Hä, warte mal. Ach so, stimmt, mir fehlt einer für den blöden. Was denn? Nee, alles gut. Ich gucke jetzt hier nochmal unter dem Redstone. Ist hier irgendwas?
Oh Mann, ey, und ich hab schon wieder nichts zu essen. Das ist echt krass. Das ist halt einfach mega scheiße und bevor uns da jetzt jemanden irgendwie ein Kreuz draus drehen will, wir brauchen nur einen freaking Dia. Wir wollen ja, es ist ja nicht so, als würden wir sagen, ach ja, braucht ein bisschen chillen, wäre ganz geil. Sondern wir wollen hier raus, wir wollen in den Nether und wir haben einfach Bock, auch equipped zu bekommen, damit wir kämpfen können. Das ist natürlich das ultimative Ziel. Wir haben selber keinen Bock, hier unten in der Scheißhöhle, ja, auf gut Deutsch gesagt, rumzulungern. Sondern wir brauchen aber einfach Equip, mit dem wir uns verteidigen können, ohne komplett unterzugehen. Toll, jetzt bin ich wieder hier in diesem blöden Ding. Oh, ich hab's gefunden, wie versteckt war das denn bitte? Ja, unseren Ort. Achso, oh, ich hab jetzt, oh scheiße, ich hab jetzt gerade ein ganz, ganz großes Problem. Okay. Unendlich eins auf dem Bogen, wenn ich Level 30 habe. Okay, scheiß auf das Schwert. Ich muss mich jetzt mal kurz mit einer Eisenspitzhacke wehren. Ich grab jetzt einfach auch mal hier ein bisschen rum. Das kann nicht sein. Hast du irgendwo eine Spitzhacke? Nee, hab ich nicht. Aber ich könnte sie craften. Ganz schnell. Einen Dia, das ist das einzige Ziel. Ach Mist. Ja, ein Dia. Also es wären natürlich ein paar mehr, wären schon ganz geil. Ja. Aber. Aber ist nicht vonnöten eigentlich. Also doch, jetzt klar, durch mein doofes Schwert schon. Da bräuchten wir drei, aber drei zu finden ist ja eigentlich ein Vorkommen. Vor allem mit unserer Glück ein Spitzhacke. Wo sind jetzt die blöden Sticks, Mann? Kann doch nicht wahr sein. Bruchstein packe ich mal raus. Und dann nehme ich die wieder mit. Komm her hier. Ja, mach das doch. Keine Spitzhacke mehr. Mit der Axt. Mensch, manchmal bin ich dann echt so ein kleiner Quatschikowski. So. Also craften könnte ich sogar noch, wenn ich nicht komplett orientierungslos wäre. Ah, hier. Ich bin auch ein bisschen... ich bin so braintot gerade. Ich habe auch ein paar Probleme, aber hier ist auch nichts. Warte mal. Ich werde mich auch... So. Oh Gott. Das geht ja nicht. Scheiße, Reflex. Oh Gott, was war das für ein Geräusch? Ich glaube, ich grab mich gleich einfach geradeaus. Also ich bin jetzt Stufe 11, ich grab einfach hier längs. Ich grab jetzt einfach geradeaus, das ist mir auch scheißegal, weil letztlich komme ich nicht... Oh, aber dann wäre die Verzauberung weg, ne? Oh, kannst du bitte herkommen? Ja, ich weiß doch selber nicht, wo ich bin. Dann sollte ich dir die Koordinaten geben, oder? Wieso gebe ich dir nicht die Koordinaten? Oh, vor allem, ich hätte jetzt was in den Chat geschrieben, aber es sind ja Leute auf dem Server. Das wäre ein bisschen... Wäre nicht so gut. Suboptimal. Das sollte ich hier unterlassen. Die Scheiße, die ich gerade fast gemacht hätte. Oh, ich habe hier nochmal was Neues gefunden. Auch wieder Stufe 11. Dann mache ich hier 11. mal zu. So. Hier war ich. Geh mal weiter nach da. Oh Gott, ey. Mann, ey, das... Also ein Dia hätte man uns jetzt echt noch in den Arsch drücken können. Ja, einfach so als hier, mit auf dem Weg. Ja, so guter Wille. So wie so eine Siegerurkunde. Für eine Ehrenurkunde hat es nicht gereicht. Oh! Ja, so bei Bundesjugendspiele. Ja, toll, jetzt bin ich hier einmal im Kreis gelatscht. Dankeschön. Thanks, Minecraft. Ja, aber auf jeden Fall deine Fackeln. Ja, toll, und ich bin hier. Ich grab dann halt... Ich grab einfach. Ich find schon Dias. Ich hab Vertrauen. Ich bin jetzt auf 12. Ich grab halt jetzt einfach nur hier geradeaus. Wie geht's dir denn so, Manuel? Lass mal ein bisschen interagieren, mal ein bisschen Party machen hier. Denn wir brauchen nur einen freaking Dia. Komm, der muss doch jetzt hier einfach mal sein. Bitte, ich bitte dich, ich möchte wirklich nicht viel im Leben. Aber einfach so ein blöder Dia, damit ich hier weiterspielen kann. Das macht mich echt wuschig. Das, oh, Alter. So, dann schon einfach wieder mal hier an der Seite rein. Dann grabe ich hier mal in die Seite rein. Da ist EP. Hier da ist oben einfach nochmal ein bisschen Redstone. Nehme kann doch gar nicht. Mal. Vielleicht ist da drunter ja irgendwie ein Dia. Zu 50%. Nee. Hallo? Irgendwo ein Dia in der Nähe? Nee. Schade, wäre geil. Natürlich gewesen. Nicht. Ja, wär's echt. Einfach ich habe halt gerade auch Angst, mich von meinem Ort wegzubewegen, weil ich dann eh wieder orientierungslos bin und nicht weiß, wie ich zurückkomme. Es wird ja allein schon reichen, dass wir, wenn irgendjemand von uns ein Dia findet. Ah, nee, hast du die ganze Sache schon wieder abgerissen? Nee, oder? Nee. Okay, dann wäre es vielleicht smarter, wenn ich zu dir komme, ja, tatsächlich. Ja. Aber ich finde halt den Weg auch nicht mehr richtig zurück. Aber ich weiß auch gar nicht, ich gucke jetzt einfach mal hier. Ja, wir müssen ja auch noch gar nicht raus. Also wir haben immer noch das Ziel, Diamanten und dann gehen. Ja, klar. Wenn das nicht passiert, dann... Müsst ja wenigstens ein Dia, das ist doch auch keine... Redstone, dankeschön. Vielen Dank, Redstone. Finde ich klasse, dass du da bist. Oh, da ist Wasser. Scheiße. Komm das nächste Mal doch auch noch vorbei. Ich grabe jetzt hier auch einfach straight geradeaus gerade. Okay. Einfach in der Hoffnung, dass hier irgendwas, dass der einfach so mich anspringt, weißt du? Dass er einfach sagt, hallo, ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Ja, und wir haben unser Pensum vielleicht auch einfach erreicht, was Dias angeht.
Nach. Minecraft sagt nein, reicht jetzt. Warte, jetzt habe ich hier wieder irgendwas gefunden. Oh nein, wir werden gekickt. Aber ich habe zumindest meinen einen Tunnel wiedergefunden. Ach nee. Oh Mann! Das nee, ist so, ich hätte auch das einfach nie leid, gedacht, ja. Leid für die Zuschauer. Auch das mit der Verzauberung und so. Es hätte auch anders laufen können. Ich hätte auch einfach Schärfe drauf kriegen können. Das ist ja, wir hätten auch einfach 70 Dias kriegen können, mindestens. Rein theoretisch wäre es möglich gewesen. Aber Mann, Leute, es tut mir halt auch hauptsächlich, oh Gott, auch einfach für euch leid. Weil wir wollen euch eine geile Show bieten, wir wollen euch Abwechslung bieten, aber wenn uns das Game in die Eier tritt, natürlich hätte man jetzt irgendwie, ist die Frage, was ist schlauer? Sich einfach straight die ganze Zeit irgendwie buddeln oder ist es schlauer, durch die Gänge zu gehen? Und ich habe bessere Erfahrungen gemacht mit dem durch die Gänge gehen. Ja, ich auch, mittlerweile auch, ja. Dass dann da einfach irgendwelche Dinger rumliegen. Ja. Die meisten Diamanten haben wir auch gar nicht freigegraben, sondern einfach in der Schlucht gesehen. Ja. So Leute, ey, komm, wir kriegen das hin, Leute. Nächste Folge schnappen wir uns die Dias, dann schnappen wir uns den Neta und dann tanzen wir. Und ja, das wird super. Leute, oh, wenn es euch trotzdem gefallen hat, wie immer vielen, vielen Dank für euren Support. Morgen 18 Uhr, 18.30 Uhr geht's weiter. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.